So Leute, herzlich willkommen zu Folge 3 von Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir trainiert und noch mehr trainiert und uns einen Radfratz gefangen vorher. Ja, leider ein Radfratz. Gut, ich bin jetzt hier, wie angekündigt, das zweite Mal im Pokémon Center in Vertania City. Und hier machen wir dann auch direkt weiter. Ich darf dieses Pokémon Center jetzt nie wieder, na, betreten darf ich es schon noch, aber ich darf es nie wieder benutzen, um meine Pokémon zu heilen. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare, macht mich darauf aufmerksam. Dann werde ich mir da noch eine gehörige Strafe ausdenken. So, zunächst wollen wir dann jetzt mal gucken, ob ich es schaffe, Gary aufs Maul zu geben. Ich glaube, hier war noch irgendwo ein Trank oder ähnliches. Doch nicht. Na gut, dann habe ich mich da geirrt. Apropos Trank. Ich habe vergessen, Tränke zu kaufen. Das muss ich dann doch noch machen. Gut, aber erstmal hauen wir dem Radfratz hier auf die Mütze. Los, Mausi. Oh, dann kriegst du sogar noch ein Level ab. Das ist sehr gut. Volltreffer, sehr schön. So fängt der Part sehr gut an. Hätte ich mir zwar bei Gary eher gewünscht, dass ich da den Volltreffer bekomme, aber man kann halt doch nicht alles haben. Und der Ruckzuck geht. Das ist wunderbar. So gefällt mir das. So kann es weitergehen. Also wenn wir jetzt genau so gegen Gary kämpfen, ja, Volltreffer und besiegt, dann wäre das super. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber man darf ja wohl noch träumen. So, rein in den Pokémon-Markt, unsere letzten Kröten für ein paar Tränke ausgeben. Viel wird es nicht sein. Oh, ein Trank. Ich glaube, ich verhöre mal einen Pokéball, damit ich mir wenigstens zwei Tränke holen kann. Das wird noch lustig mit, im Vertania-Wald gleich, wegen Gegengiften. Aber mal gucken. Darf ich mich halt nicht vergiften lassen? Der war gut. Der war echt gut. Na, mal schauen. Ich meine, wenn ich nur Flori im Vertania-Wald kämpfen lasse, der kann nicht vergiftet werden, weil er schon vom Typ Gift selber ist, dann passt das. So, dann wollen wir doch mal sehen, was der Kampf gegen Gary so bringt. Hey, Kia! Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du noch nicht einmal einen Orden. Ja, du auch nicht, Gary. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ja, dich auch nicht, deswegen kommst du hier wieder zurückgerannt, richtig? Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja. Ich weiß nicht, ob sie stark genug sind, um gegen dich zu bestehen, aber sie sind stärker geworden. Oh, es war ein Taubsi. Okay. Dann war Habitat vielleicht wirklich nur in der, direkt in der ersten Gen. Wie auch immer. Sandwirbel. Ich glaube, zu Sandwirbel braucht man nichts sagen. Jeder, der irgendwann mal Pokémon gespielt hat, kennt diese Attacke und hasst diese Attacke. Aber gut, ich habe bisher immer getroffen. Trotz Sandwirbel. Das gefällt mir. Und natürlich geht jetzt, wo es drauf ankommt, die Attacke daneben. Bitte triff. Danke. So. Das war schon mal Nummer 1. Kann ja nur noch besser werden. gut. Ja, ich muss jetzt Flori gegen Glumanda rausschicken. Das wird nicht gut. Ich hatte nicht im Kopf, dass das Taubsi auch schon Level 9 ist von dem. Egelsam. Oh, er fängt mit Kratz an. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Da habe ich eine Runde mehr Zeit, bevor seine Blut kommt. Er müsste jetzt schon Blut haben. Vielleicht kriegt sogar... Oh, ich hält sogar 3 KP. Das ist super. Das ist super und er macht weiter Kratzer. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Zieht zwar so kaum was ab mit meinem Tackle, aber da kommt ja dann noch das, der Egelsamen dazu, der auch nochmal ordentlich Schaden macht. Oh, das gefällt mir, dass er nur Kratzer einsetzt.
Müsste ich mal nachgucken, wann Glumanda auf Feuerrot Glut lernt. Also ich war der Meinung, das müsste er Level 8 lernen. Level 7 oder 8 oder sowas. Aber gut, wenn das nicht hat, dann ist das nur umso besser für mich. Dann hätte ich mir vor dem Kampf gar nicht so eine Panik machen müssen. Puh! Mensch, Flori erreicht Level 10. Yay! Und er erlernt Rankenhieb. Yay, ich habe eine spezielle Attacke. Weil Rankenhieb in dieser Gen zum Glück noch speziell ist. Ansonsten würde es mir fast gar nichts bringen, außer den Step, den ich bekomme. Naja, mal sehen. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du sollst aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, du auch, Gary. Also, fass dich an deine eigene Nase. Ne? Und ich bin erstmal weg hier. Oh, schön. Kampf bestanden. Ohne Verluste. Das ist sehr gut. Ja, also gut. Das heißt ohne Verluste. Ich verliere einen Trank. Ja, einen Trank. Flori braucht noch keinen. So. Okay. Morsi ist wieder fit. Morsi kann jetzt hier auf der nächsten Route helfen, ein Pokémon zu fangen, das hoffentlich ein Taubsi ist und nicht wieder ein Radfratz. Nein, ich will nicht lernen. Ich will nicht lernen, wie man Pokémon fängt. Nein, nein. Zeig mir nicht, wie man Pokémon fängt, bitte. Doch, ich weiß es. Er zeigt es mir doch. Ich mag es nicht. Ein wildes Horn überscheint. Er schmeißt sofort ein Pokéball. Ist dabei langsam, wie ein alter Mann eben langsam ist. Eins, zwei, drei. Er hat es sogar gefangen. Mensch. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es nicht fängt, aber das war vielleicht in Gelb oder sowas, dass er das Pokémon nicht fängt. Und hier, nimm dies auch noch. Ja, ich habe vergessen, ihm vorzulesen. Egal. So, der Lehrkanal, den ich auch nie nutzen werde. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Und warum spreche ich ihn jetzt wie den dicken an, ich weiß nicht, ist mir auch vollkommen egal. Nee, den Trank hatte ich ja schon. Den habe ich mir ja schon geholt. Tralala. Tralalala. Ich mag das Theme immer noch. Also, ich mag eigentlich den gesamten Soundtrack. So, das. Okay, ich werde die Karte doch mal benutzen. Nein, ich kann sie ja nicht benutzen, aber das müsste Route 2 sein hier. Ich gucke gerade nochmal nach. Das dürfte ja hier auf dem Schild stehen. Route 2, genau. Okay, und das geht bis hoch zu Mamoria City. Das heißt, über dem Wald ist immer noch Route 2. Na gut. So, und wieder ein Radfratz. Ihr wollt mich ärgern, oder? Ihr wollt mich echt ärgern, oder? Na gut. So. Dann haben wir hier nichts Neues bekommen. Dann, was habt ihr hier noch? Hast du schon den Radfratz gefangen? Ja, habe ich. Und ich möchte es nicht. Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Ja, gut. Superzahn und Superzahn sind zwei wirklich coole Attacken. Trotzdem nervt Radfratz. Du gehst in den Vertania-Wald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja, so kompliziert ist es jetzt eigentlich nicht. Die Musik ist nur nervig. Meine Freunde und ich wollen Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Ja, das ist gut. Da bekomme ich wieder ein bisschen Geld, um mir Tränke zu kaufen und so. War hier irgendwo was? Nein, da lag nichts drin. So, hier lag aber was. Das dürfte ein Pokéball gewesen sein. Genau. Mensch. Oh, und was finden wir hier? Ein Hornliu. Oh, schön, 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 schön. Stimmt, wir spielen Feuerrot und nicht Blattgrün. Da war ja Hornliu hier noch häufig vertreten. Und nicht Raupi. Da war ja Raupi hier die Seltenheit. Oh.
Nein, nein. Okay, das ist böse. Das ist sehr böse, da ich noch keinen, kein Gegengift habe. So, ich hoffe, ich krieg dich gleich gefangen. Eins, zwei. Nein, natürlich nicht. Verdammt! Okay, das könnte jetzt für Mosi ein bisschen schlecht werden. Wir werden sehen. Nächster Pokéball, komm. 2, 3. Gefangen, super. So. Es lebt bevorzugt in Wäldern und im hohen Gras. Auf dem Kopf trägt es einen ca. 5 cm langen, spitzen, giftigen Stachel. Okay. 30 cm lang, der Stachel allein. Ja, gut. Möchtest du dem Horn nur einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar, nehmen wir ihn Bohrer. Ja, als Anspielung auf Beedrill, also Drill, der Bohrer. Beedrill, der englische Name von Bibo. Ja, ich wollte Tausch mit Flori. So, 12 Schritte hält er noch aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Robby, hi. Na, es geht. So. Tackeln werde ich weg. Ja, Fadenschuss. Warum ist die Animation nur so lang? Naja. So. Und hier im Vertania-Welt werde ich wahrscheinlich wirklich nur Flori und eventuell mal Honio einsetzen. Und das ist nur ein Trank. Ich dachte, das wäre ein Gegengift. Okay. Dann werde ich den Trank jetzt aber verwenden, um Mausi. Ne, noch nicht. Noch nicht. Bisschen was hält Mausi noch aus. Kukuna! Hey! So. Aber wie gesagt, das Kukuna dürfte jetzt 41 Erfahrungen bringen. Wenn ich es mit einem Pokémon bekämpfe. Ich werde aber höchstwahrscheinlich gleich Honyu rausholen. Also Bohrer. Einfach weil es sind leichte Erfahrungspunkte. Das sind wirklich leicht abgegriffene Erfahrungspunkte. Weil Kukuna nicht angreifen kann, da es nur Härtner kann. So, der Giftstachel zieht zwar nicht viel ab. Setzt trotzdem einmal ein. Ja, gut. Vielleicht setze ich ihn jetzt auch komplett ein, weil der Tackler wird auch nicht mehr viel, auch nicht viel mehr abziehen. Mit dem ganzen Härtner. Von daher egal. Wow. Okay. Egal. Ich werde jetzt diesen Kampf mit Bohre zu Ende führen. Screw this. So. Na komm, mach hin. Immer diese Statusattacken, die viel zu lang benötigen, um die für die Darstellung, für die Animation, danke, ist das Wort nicht eingefallen, und der Text, der danach kommt. Ja gut, 20 jeweils, weil 41 durch 2 sind abgerundet 20. So, ich überlege gerade, ob ich Bohrer nach vorne setze. Das werde ich mal machen. So. Wolltest du nicht aufkämpfen? Nicht? Na gut. Okay, dann kann ich jetzt einen Trank benutzen, weil jetzt sind es genau 20 KP, die fehlen. Man muss ja sparsam mit dem sein, was man hat. Ne? 1, 2,
Okay. So. Ich weiß, ich glaube, es war ab der vierten Gen, wo die Pokémon durchs Gift nicht mehr besiegt werden können. Also zumindest im Gelände. So, Honju Level 6. Da holen wir doch Flori raus. So, das ist normal effektiv und macht durch den Volltreffer viel zu viel Schaden. So, dann erstmal Edelsamen, um ein bisschen was von dem Schaden, den ich bekomme, wieder hochzuheilen. 3 Schaden, okay. Und ich heile 2. Gut. Trotzdem werde ich jetzt einen Trank benutzen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So, wie gesagt, Flori hat den großen Vorteil, es ist selber vom zweiten Typ Gift und kann deswegen nicht vergiftet werden. Deswegen brauche ich mir bei ihm keine Sorgen zu machen. Und ich weiß, ich finde hier noch ein Gegengift. Deswegen habe ich mir auch keins gekauft. Weil ich eigentlich eh vorhatte, einen Großteil des Waldes mit Flori zu spielen. Nur damit ich das erste Pokémon, das ich treffe, halt ordentlich fangen kann, hatte ich Radfratz, also Mausi am Anfang. Gut. So, Bora. Mal gucken, wie viel Schaden machst du dem Raupi? Wie viel Schaden macht das Raupi dir dann? So, Giftstachel. Naja. Aber egal, lassen wir es erstmal draußen. Mal schauen, vielleicht können wir das Raupi nur mit Bora besiegen. Das wäre natürlich super, weil du würdest gut Erfahrung bekommen. Aber mal schauen. So. Zum Glück hat er bisher immer nur Fahnenschuss eingesetzt. Immer noch. Warum eigentlich? Du hast einen Tackle, der mir definitiv Schaden machen würde. Und ich bin eh langsamer als du. Von Anfang an gewesen. Oh, jetzt kommt der Tackle und 5 Schaden. Okay. Da werden wir dann doch hier gleich mal auswechseln und so. Weil 5 Schaden ist mir zu viel. Und ich habe noch nicht das Geld, um hier mich so mit Tränken einzudecken, wie ich das gerne hätte. So, Bora Level 5, Flori Level 11. Das passt doch schon mal ganz gut. So, durch den Rankenhieb werde ich zum Glück auch keine Probleme mit Rocco haben. Und ich gehe hier lang. 20, 19, 18. 17, 16, 15, 14 und das ist das Gegengift. So, deswegen bin ich den Trainer jetzt erstmal aus dem Weg gegangen, weil ich wollte erstmal das Gegengift haben. So, die Vergiftung von Mausi wurde geheilt. Geht doch. Okay. So, dann bekämpfen wir jetzt dich. Halt, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ich wollte mich nicht davon stehlen. Ich bin dir absichtlich wieder ins Blickfeld gerannt. Naja. Hornio wird von Käfersammler Eusebius. Ah, Game Freak, eure Namen, ganz ehrlich. Los, Bora. Okay, Bora ist jetzt auch nicht viel besser als Name. Aber hey. Screw the rules. So, Giftstachel, damit kann ich leben. Dann auch erstmal einen Egelsamen auf den Kopf, damit ich mich wieder ein bisschen hochheile. So, mal gucken, wie viel heile ich mich. 2 wieder. Okay. Hätte ja sein können, da Honju jetzt Level 7 ist und dadurch ein bisschen mehr KP hat, dass ich jetzt 3 heile. Aber was soll's. So. Das könnte sogar reichen, dass der Egelsamen es jetzt besiegt. Mal schauen.
Ja, super. So gefällt mir das. So, bei der Erfahrungspunkte ein anderes Hornlio. Da kommt wieder Bora zunächst erstmal raus. Weil ich unbedingt ein Bibo haben möchte. Bibo ist cool. Bibo ist echt verdammt cool. So. Ein Giftstachel, der mir nicht viel abzieht. Dann wirst du auch gepflanzt. Das klingt immer so merkwürdig. Bepflanzt. Oh, Fadenschuss, schön. Da kann ich mir jetzt hochheilen. Ohne KP zu verlieren vorher. Das ist gut. Machen wir schon mal plus von 2. Gut, später wird das natürlich noch ein bisschen spannender, was das Kämpfen angeht. So. Ja, komm, Tackle. Warum bist du eigentlich schnell? Ach ja, Fadenschuss, da war was. Es hat einen Fadenschuss eingesetzt. Vergessen, egal. So, Bora erreicht Level 6, das ist sehr schön. Haben wir da bald einen Kokuna. Als nächstes wird Kokuna eingesetzt. Na, meine Güte. So, da kann ich dann sogar Mausi wieder rausbringen, weil die Trainer Kokuna können auch nur Härtner. Das ist sehr interessant. Aber naja. So. Und dann wollen wir Mausi da doch noch ein bisschen mit hoch trainieren. Um hochzukriegen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, welche der beiden Attacken mehr Stärke hat. Guck mal, gerade mal 35, was für 40? Ruckzuckkeep hat 40. Okay. Dann wird weiter der Ruckzuckkeep verwendet, vor allem weil der auch eine Genauigkeit von 100% hat. So. Könnte sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Aufgrund dieser schönen Attacke Härtner. Außer ich mache jetzt einen Volltreffer, weil ein Volltreffer ignoriert sämtliche Erhöhungen der Verteidigung vom Gegner. Dankeschön. Okay, das war mit Ansage. Schön. Ich mag es, wenn irgendwas so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, damit haben wir Eusebius besiegt. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Tja. 84 Pokédollar. Na Mensch, wie viel Geld haben wir dann jetzt gerade? 380. Ich könnte mir schon wieder einen Trank leisten. Yay. Gut, aber das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Falls nein, hinterlasst auch einen Kommentar und sagt mir, was ich besser machen kann. Ich weiß, ich bin ein Schlingel. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.